Ja, servus Leute. Ja, ich sehe gerade auf meinem Kanal, ich bin immer noch über 500 Abonnenten. Genauer gesagt, 504 Abonnenten. Ha. Ja, es war die letzte Zeit absehbar. Ich hatte ganz schönen Zuwachs im letzten Monat an Abonnenten und hey, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wahnsinn. Ja, jetzt mache ich das jetzt schon über ein Jahr und es macht immer noch Spaß. Im Gegenteil, es macht eigentlich immer noch mehr Spaß zu lesen sowieso. Das liebe ich über alles. Das Ganze mit euch zu teilen, das macht noch viel mehr Spaß. Ja, noch Leute kennenzulernen von euch, neue Abonnenten, die dazukommen, die dann Kommentare schreiben, andere Booktuber und liebe Zuschauer da draußen, das ist wirklich was sehr Besonderes. Auch die Booktuber der anderen Kanäle habe ich im letzten Jahr viele kennenlernen dürfen, viele hier. Und Gott sei Dank auch viele in Frankfurt auf der Buchmesse. Da bin ich sehr dankbar dafür. Ich bin überhaupt sehr dankbar für das letzte Jahr, für 2014. Ach, das war schon toll. War sehr ereignisreich. Tja, du bist auf einmal in, in der YouTube-Welt. Viele, auch meine Kumpels, Freunde und so, viele stehen dem Ganzen immer noch ziemlich skeptisch zu gegenüber. Aber hey, jetzt sind wir hier 500 Leute auf meinem Kanal, die hier relativ regelmäßig bei mir reinschauen. Und ich möchte euch da draußen mal echt fettes Dankeschön auf euren heimatlichen Computer schicken. Und ich denke, das Jahr 2015 wird mit euch zusammen bestimmt noch viel geiler als das Jahr 2014. Irgendwie, ja, ich habe das so in meiner Nase, dass das Jahr 2015 ganz besonderes, oder was ganz besonderes wird, überhaupt generell für YouTube, denn es sieht wohl so aus, dass im Jahr 2015 sehr gewaltiger Umbruch stattfinden wird bei YouTube. Zum einen viel mehr Leute kapieren, was YouTube eigentlich ist. Denn YouTube ist viel, viel mehr als nur Musik und Katzenvideos. Ja, wir sind nur so kleine Randgruppe, wir Booktuber. Aber das kann sich ja 2015 auch ändern. Ja, in diesem Sinne, falls ihr mich dieses Jahr irgendwann mal persönlich sehen oder treffen wollt, ich bin dieses Jahr auf der Leipziger Buchmesse. Das ist so das nächste Thema, in Frankfurt wahrscheinlich auch, aber das steht ja noch nicht zur Debatte. Das steht noch in die Sterne, aber es sieht gut aus. Ja, was will ich noch sagen? Schnappt euch ein Buch und lest mal wieder was. Danke. Ciao.